wie ein Bilderbuch-Proll in Berlin in der Nähe vom Kudamm und dann im Autokorso? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich sein werde am Donnerstag. Es gibt verschiedene Pläne und ich drücke sehr natürlich den Deutschen die Daumen, aber auch den Franzosen, ehrlich gesagt. Ich finde, die könnten das gut brauchen, gerade dann so zu gewinnen. Das letzte war ja schon fast wie ein Halbfinale. Also deswegen habe ich, das bin ich noch nicht ganz sicher. Also auf die Fanmeile werde ich nicht gehen, wenn man sich mal das Wetter hier anguckt. Vielleicht zu Hause, ich weiß es nicht. Ich freue mich nur drauf und das letzte Spiel war ja so unglaublich. Und mal sehen, was jetzt noch drauf kommen kann. Also eigentlich nur noch, ich hoffe nur, es geht alles friedlich zu Ende da. Ja, vielleicht einen Tipp noch abschließen? Nee. Also bei der Torzahl letztes Mal. Nee, da halte ich mich ganz zurück. Ich glaube, ganz entspannt auf dem Sofa, total langweilig. Also ich bin jetzt kein Public-Viewing-Gänger und brauche auch kein Bier dazu. Also mir reicht es, wenn ich auf dem Sofa sitze und dann wird es auch laut und dann freue ich mich und jubel. Also von daher ganz entspannt. Wie wäre dein Tipp? In sowas bin ich ganz schlecht. Ich hoffe natürlich, also solange es nicht wieder in die Verlängerung und Elfmeter geht und ganz normales 90-Minuten-Spiel ist. Also 2-1 fände ich toll. Also wir brauchen auf jeden Fall einen mehr. Würde uns freuen. Ich bin tatsächlich vorher im Theater, aber rechtzeitig fertig und dann werde ich mal schauen, wo es mich hinspült. Es gibt ja inzwischen Gott sei Dank kaum eine Möglichkeit, an einem Lokal vorbeizugehen, in dem nicht Fußball gezeigt wird. Ich bin sicher, da finde ich was. Und Ihr Tipp? Ich glaube, dass wir es schaffen. Also, und ich glaube, diesmal auch ohne Elfmeterschießen. Ich bin jetzt 2 Tage in Baden-Baden alleine. Da kann ich gar nicht gucken. Aber am Donnerstag bin ich wieder hier. Und wir gucken natürlich Fußball, ja. Und Ihr Tipp? Ich weiß auch nicht, wo die jetzt auf einmal alle krank sind und irgendwie keine Ahnung, ob man das so unendlich alles austauschen kann. Ich bin mir da ganz unsicher. Also erstmal dachte ich, Hauptsache die Isländer gewinnen, aber die sind ja jetzt mal eine Traummannschaft, ist draußen. Nein, die spielen schon irgendwie gut, aber die Franzosen sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Da, wo ein Fernseher ist, und da gibt es so viele